Grüße euch zu einer neuen Folge im Metro Exodus, heute zusammen mit meinem Schatz. Hallo. Wir haben es jetzt aus dieser Zugfahrt herausgeschafft. Wir mussten einfach nur auf die Karte klicken. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir hier mal auf. Jetzt bin ich aber schwer gespannt, ob du jetzt immer noch in dieser Zugfahrt festsitzt. 3 Stunden später. Wir wollten schon den Kuchen auspacken. Bis wir festgestellt haben, dass wir im Kreis fahren. Ja, dass wir immer die gleiche Gegend hatten. Das hast du wieder auf Roleplay. Was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen. Aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Nimm mal das Kind rein. Verstanden. Aber echt. Fahrt nicht so schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Motordraisine. Idiot, verstanden. Wer ist Idiot? Da ist irgendeiner, der heißt aber wirklich Idiot. Wir sind endlich da. Wo denn? Keine Ahnung. Die wollen ja zu dieser Arche. Hier gibt's keine Arche. Das sieht. Ich glaube, die hatten irgendwas anderes erwartet. Oh je. Oh je. Siehst du das da oben? Ja, zieh mal deine Maske auf. Besser ist es. Sieht aus wie ein Vulkan? Was ist mit mir? Ja. Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht? Also du hast einen Sniper und du hast noch die Waffe zum Aufladen. Eine kluge Entscheidung. Ach, guck mal, da vorne steht auch sowas. Nee, wir sollen doch die Motordraisine nehmen. Ja, aber das kannst du doch auch nehmen. Das nehmen die dann bestimmt. Das ist doch die Motordraisine, das ist doch unsere. Unsere, die ist hinten drin. Da steht unsere. Das ist der Idiot, der ist vorgefahren. Strecke abgucken. Ach, der ist. Ach so. Ich bin echt mal gespannt, ob Duke wieder zurückkommt. Ja, als Zombie. Nein. Spoiler! Keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht. Was? Die bringen den Zug zurück in sichere Zone. Fahren die jetzt von... Na, den Zug bringen sie weg und wir fahren jetzt hier weiter. Wer fährt jetzt, den Zug oder wir? Guck mal, ist bestimmt nichts Gefährliches da drüben. So radioaktive Wolken. Was mein 100er? Was ist das? Die Bombe, oder? Ich denke. Okay. Herr Obert, Jammer 4. Sie sind in der sicheren Zone. Strahlung äußerst gering. Warten auf Ihre Rückkehr. Ende. Oh je, okay. Ja, hier wird es aber ein bisschen kritisch, wa? Ja, ich bin mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Und da der Zug langfahren soll, hier neben uns. Ja. Sieh dir all diese Autos an. Artyom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Jawohl, wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. Hier war mal schwer. Was ist los, du? So guck mal, die ganzen Reisende, die hier angekommen sind. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Und alle fahren wollten. Ja, wir sind fast da. Okay. Sieht ein bisschen kaputt aus hier. Ja, aber irgendwie musst du da jetzt durch. Wieso, das ist doch nur ein Maschinengewehr da oben und ein Lautsprecher. Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das verstehe ich nicht. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wär's, wenn wir umkehren, ne? Da! Oh, oh. Da jemand zu Hause. Das dreht sich aber in unsere Richtung. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Sie brennen von dieser Pandemie.
Müssen wir jetzt schon wieder in den Untergrund runter, in den Berg rein? In die Eiche. Nicht? Okay. Wozu sollten Sie die brauchen? Ein Atomsprengkopf würde hier nichts bewirken. Ja, so wie die Decke aussieht, würde ein Atomsprengkopf sehr viel bewirken. Ja, aber was brauchst du groß wachen bei den Toren? Ganz ehrlich, da kommt doch eh keiner rein. Ne, dann drück mal das Knöpfchen, Herr Oberst. Eigentlich hat er die ganze Zeit gar nicht viel gemacht. Der stand immer nur beim Zug, hat Befehle gegeben, geh mal dahin, wenn du wiederkommst, hat er gesagt, super, hast du gut gemacht und fertig. Ja. Mehr hat er die ganze Zeit echt nicht gemacht. Darf ich ihn jetzt erschießen? Nee, den brauchen wir noch. Aber er steht mit dem Rücken zu mir. Ja, aber das ist ihr Vater, weißt du. Also, brauchen wir den noch? Ja, ich glaube schon. Den brauchen wir schon noch. Wofür? Der sagt uns, was wir tun sollen. Also erschießen. Oh, guck mal, hier sieht doch gut aus. Hallo, müssen wir nicht erstmal kontaminieren? Nein, nee, wohl in dem nicht. Fall nicht. Oh, guck mal hier. Hier können wir alle sterben. Okay, da steht und einer. Jetzt? Wo? Ich sehe es gar nicht. Ach, da hinten, stimmt, da steht einer. Oh. Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller meldet sich zur Stelle. Das geht nicht gut aus. Irgendwas sagt mir, dass ich das echt böse bitten, endet. Dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht mehr. Wer sind sie? Oh, Scheiße. Siehst du, sag ich doch. Oh nein. Oh, guck mal hier. Er gibt's ja, ja, aber Artyom liegt am Boden. Weißt du, er hat ein MG, mit dem man alle erledigen kann, aber er liegt au, am Boden. Au, au. Voll ins Gesicht. Au. Oh nein, oh nein. Oh Gott, sie haben uns. Ah, darf ich sie töten? Ja, wenn du es schaffst. Ich hätte sie gerade schon alle erledigt. Die ganze linke Seite wäre schon tot gewesen, wenn das Spiel das gelassen hätte. Aber das gehört nicht zum zu der Story. Nee. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame.
Machen Sie es wieder, junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Du Scheißkerl! Lass mich los! Stimmt! Entkommen! Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leidet. Wollen die die echt? Sind es echt Kannibalen? Da hängen keine Leichen. Ach du Scheiße. Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Meinst du? Naja, hat mich gefreut. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an ihn verschlucken oder so. Derweil bitte ich, mich zu entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch, das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich verschmähe euch in diese. Verbrennt diesen Abschaum. Zu Asche. Damit nicht wir sterben. Und zwar gleich. Von meinen Leuten. Tja. Ich hab's kommen sehen. Da oben durchs Fenster. Oh. Oh, jetzt muss ich aber die Anna wiederholen. Ja. Wie immer. Mein Held. Jo. Okay. Ja. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das sei jetzt das letzte Abendmahl. Hier. Aufsammeln kannst du nicht. So lange halten wir durch. Wo müssen wir denn jetzt? Das müssen wir durchhalten. Ja, bis der Aufzug kommt. Ach so. Schnauze. Ja. Okay. Hey, da kommen aber einige. War ich da oben auf dem Ding dran? Bitte? Kopf runter. Die ist weggepackt. Ey, jetzt, wie die Ameisen, du, oder? Wie die Fliegen kommen jetzt gerade. Schießen die anderen eigentlich auch? Ja. Die haben nur noch 12 Schuss. Du hast die andere Waffe noch. Der war zu schnell. Der war zu schnell. Für die anderen. Oh! Okay, keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Du musst aufladen. Oder ist da gar nichts mehr? Keine Munition mehr. Hä? Achso, Hauptaufzug. Nein, gibt nur noch eine Sache, die ich tun kann. Hast du da auch nichts mehr? Schlagen! Ja, aber dann... Das ist jetzt... Die andere Waffe? Die hat auch nichts mehr. Du hast doch nur noch 2 Waffen anstatt 3 dabei. Wo ist denn die dritte? Da hast du 3 Waffen. Aber nichts drin. Alle leer. Munition ist in dem Spiel rar. Das ist blöd. Hallo. Genau wie unser altes D6. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Stimmt. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Sam. 10 Minuten, um Anna zu finden. Kriegen wir das hin? Keine Ahnung, ich habe keine Munition. Muss ich lagen. Idiot, du kommst mit der Kommandozentrale. Acho, du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Okay. Ja, wie immer. Ich übernehme die Unterkünfte und das Krankenlager, wie immer. Bedeutet das hier raus?
In dem Fall ja. Ich würde mal die Schränke durchgucken. Vielleicht hast du irgendwo echt Glück und findest noch Munition. Na, siehst du ein bisschen was. Was heißt hier denn los, Artem? Bin doch schon drin. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Quatsch mich nicht voll. Ja? Nö? Hä? Hast du gerade was aufgesammelt? War nicht die passende Munition. Achso. Kein Problem. Ich bin... Da liegt noch was da vorne. Klingelt. Hallo? Genau da. Ein bisschen was hast du bekommen. Ging nicht auf. Oder irgendwas geht hier zu. Oh-oh. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, irgendwie musste die Tür. Es piepst. Okay. Gibt es denn noch irgendwo einen anderen Hebel vorne an der Tür? Nee, ne? Nee, ja. Tja, das ist jetzt schlecht. Ha? Während du da drin stehst, auf Gasdinger schießen, ist, weil da ist doch auch so links. Siehst du das Gelbe? Kannst du da was machen? So, jetzt aber. Du bist ganz schön schlau. Ja. Gut. Siehst du, Vorsicht. Halt, das ist dein... Ach so, der sah gerade aus wie der Zugführer. Oh. Das ist unangenehm jetzt. Oh. Da gehst du aber besser mit Kuh ran. Ich habe ja keine Munition. Na gut. Wow! Da kriegst du immer so wahnsinnig viel raus, du. Was machst? Okay. Irgendwo ist noch mal was explodiert. Den hast gut getroffen. Ja, das Problem ist hier das Feuer. Ja. Weißt du, die brennen hier mitten im Weg. Was ist für... Was ist mitten im Weg da durch? Gut. Wenn die auf dich ballern mit 7 Schuss. Ja, das ist natürlich toll. Machen wir hier mal ein kleines Päuschen. Päuschen. Schauen wir mal, wie wir da ohne Munition weiterkommen. Sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao.